Nicht nur die neue Streckennetzerweiterung der MVB in Reform nimmt so langsam Gestalt an, sondern auch das Stadtteil selbst. Somit wurde vergangene Woche ein neuer Bereich eingeweiht, der für mehrere Generationen bestimmt ist. Die Wobau Magdeburg hat dies möglich gemacht. Aus einer Abrissfläche wurde nun ein Spiel- und Freizeitareal. Die Kinder Reforms können sich nun auf einem Spielplatz, Bolzplatz oder an einer Tischtennisplatte austoben. Hingegen die ältere Generation eine gemütliche Sitzgelegenheit nutzen. Wir haben hier heute eine Spielfläche nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene einzuweihen. Wir freuen uns darüber. Und wenn man es genau betrachtet, das Engagement der Wobau hier im Stadtteil Reform für diese Stadt, dann muss man auch wissen, dass es eine Fläche von knapp 7000 Quadratmetern, die hier investiert worden ist, in Spielgeräte, in Rasenflächen, die natürlich auch unterhalten werden muss. Insgesamt kostet die Investition 400.000, das ist fast eine halbe Million. Die Hälfte über Fördermittel, die andere Hälfte hat die Wobau selber dazu getan. Und das ist schon eine beachtliche Leistung. Dafür dankt die Stadt der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg ganz herzlich, wünscht auch für die Wohnungsbaugesellschaft, dass dieser Spielplatz auch lange in gutem Zustand erhalten bleibt. Und einiges wird die Wobau selber dafür tun. Wenn man diesen Stadtteil anguckt, die Wohnungsbaugesellschaft neben den Genossenschaften, dann kann man nur sagen, das Engagement, was die Wohnungsbaugesellschaft hier für die Einwohner in diesem Stadtteil tut, ist schon äußerst beachtenswert und sollte ruhig mal mit einem Applaus begleitet werden.